Grüß Gott, bin Andi hier beim DSV. Ich bin der Wolfi und wir sind in der Little Big Workshop unterwegs. Letztes Mal habe ich mich ja ein bisschen hinreißen lassen, da ging die Folge ziemlich lang. Es lag einfach daran, dass mich das hier ein bisschen gepackt hat und ich hier an dem Mini-Roboter ewig rumgeplant habe. Dafür haben wir letztes Mal unseren coolen Pauseraum gebaut mit Portal, der auch super funktioniert. Das ist ja mit hier oben verbunden momentan. Ich werde hier noch mehr Portale verteilen später, damit es alles ein bisschen effektiver wird. Wir haben letztes Mal den Raum hier eingerichtet, uns fehlen hier aber noch Maschinen. Die machen wir jetzt voll rein, vollständigkeitshalber. Einmal war es hier noch so eine Rollenmaschine und einmal noch eine Metallbiegemaschine. Das war die hier, Formpresse. Ich keine Deko mehr rein, das ist natürlich sehr ungeschickt. Wenn ich so mache, würde ich noch Deko reinkriegen. Dann kaufen wir uns noch Deko. Na? Red ich? So? Perfekt. Stellen wir. Dann verknüpfen wir mal hier die Maschine und hier oben verknüpfen wir die. Damit ist das hier erledigt, der Raum. Und ich bin auch zufrieden, wie das jetzt drauf ist. Das lassen wir so. Sehr gut. Die Schmelze haben wir mittlerweile auch alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Das ist fertig. Dann kommt als nächstes, wollte ich das ja da mal angehen. Den hier verkaufen wir. Den Ventilator, der bringt mir zu wenig Geld. Dann kaufen wir bestimmt mal ein paar Dekoartikel. Und zwar einmal Kaugummiautomat da. Da, da, den Alien-Pot machen wir da rein und da ist da schon einer. Nein, da noch einer und so, warte mal, der Kaugummi-Automat hier war falsch. Da kommt der Alien-Pot noch hin. Dann bestellen wir das geschwind, dann haben wir hier mal ein Grunddeko drin. Das da hat sich auch nicht gelohnt, das verkaufen wir auch erstmal. Das muss auch erstmal weicher. Den Raum wollte ich noch fertig machen. Ja, den Raum wollte ich noch fertig machen. Ich habe überlegt, dass ich hier noch zwei Metallräume reinbaue. Die zwei Räume, die werden dann Kunststoff. Dann kann ich hier von der Gießerei direkt in die Metallräume rein. Das wäre viel besser, weil ich gieße das hier ja oft. Und danach muss das hier noch geschweißt werden. Das, was ich hier gegossen habe, dann werden hier die Stäbe noch zusammengeschweißt oder noch gebogen hier in der Biegemaschine. Oder ich gieße ja was, was danach später hier noch irgendwie ausgesägt werden muss oder so. Deswegen kommt es da oben hin. Das machen wir so. Machen wir den Raum noch fertig. Das ist jetzt kein Kunst mehr. So. Dann fehlt mir noch eine Türe. Eins, zwei, so. Dann wäre der Raum nämlich schon fertig. Den bestellen wir mal. Dann ist das nämlich durch. Dann gucken wir mal, was wir als nächstes noch für Aufträge machen, die uns Geld bringen. Die Regale, das werden wir uns noch überlegen. Die Hüte will ich nicht mehr. Die Stühle bringen uns nicht viel Geld mehr, aber die haben sich trotzdem immer eigentlich gelohnt. Na komm, wir machen mal 8 und in die Holzkommode. Geht's. Dann wird das Holz mal noch ein bisschen ausgelastet. Die Holzmaschine, die sind gerade ein bisschen am Einschlafen. Gucken wir mal, ob wir hier was flicken müssen. Ja. Gehen wir einmal radikal durch einfach. Dann hat sich das erledigt. Dann wird einmal die Montage repariert. Das andere sieht ja auch eigentlich repariert aus. Das haben unsere Techniker gemacht. Sehr gut.
wenn das jetzt da ist alles, dann geben wir nochmal 12 Motoren in Auftrag, weil jetzt haben wir hier viel mit Holz, dann kann ich auch nochmal was rein Metallisches machen auf jeden Fall. Das sind die Fahrräder, dass ich noch lohnen würde. Die hier machen wir gerade. Aber das hier lohnt sich. Das lohnt sich auch. Lohnen sich alle gerade die Fahrräder. Warum hier nämlich nochmal Fahrräder? Auf jeden Fall. Roboter gibt es gerade nichts mehr. Da sind wir durch. Da sind wir durch. Die machen wir gerade. Die kommen noch. Ja, da machen wir nichts mehr. Und den Grill. Oh, die Grill können wir machen. Die Grill wäre wichtig. Grill sind wichtig. Da ist immer viel verdient gewesen. Außerdem ist es auch schön, ein bisschen hier Holz und ein bisschen was Metall. Das ist schön gleichmäßig verteilt. Aber ich glaube, die werde ich hier oben montieren bei der Roboter. Damit wir das hier unten nicht so überlasten. Ich gebe jetzt aber nochmal schon die Fahrräder in Auftrag für hier unten. Weil da oben, da machen wir noch die Roboter, da habe ich gerade zu viel los. Dann warte jetzt mal schön, bis ich mir was ausgeliefert habe. Und hier unten auch noch schön nochmal von der E-Gitarre welche baue. Und dann hier oben die Grills in Auftrag gebe. Ja, das machen wir. Sieht aber gut aus, meine ich. Die Fertigung läuft jetzt irgendwie flüssiger wie vorher. Vorher hat es manchmal ein bisschen gestockt, das scheint jetzt aber echt besser zu laufen. Genau, die machen das hier, das ist okay. Deko haben wir jetzt nachgerüstet ein bisschen. Der Raum fertig ist, richte mir da auch noch die Lager ein. Dann wäre das nämlich ja auch durch. Wir machen erstmal nichts rein in die zwei leeren Räume, das lasse ich erstmal noch. Kommen solche Fertigungen hier rein. Außerdem müssen wir unser Geld ein bisschen im Auge behalten. Aber es wird gerade besser. Ich hatte ja echt finanzielle Probleme ein bisschen in der letzten Folge. Auch seit wir die Roboter bauen, glaube ich, hat sich das jetzt eigentlich erledigt. Wir haben uns ein bisschen aus der Tiefe, aus der Verschuldung gezogen. Könnte man nochmal einen Pauseraum hinhauen? Wenn wir sie untergebracht hätten. Aber ich muss für Räume natürlich Miete zahlen, wie man in der letzten Folge festgestellt habe. Und die Mietpreise, ja, die stressen mich schon ein bisschen auf. Ja, meine komplette Arbeiter kostet mich 8600. Und Miete 4,5, also Miete sind fast 4,5 fast die Hälfte meiner, oder ein Viertel meiner, oder ein Drittel meiner Unkosten ist die Miete aktuell. Wenn ich da noch mehr so leerstehende Räume baue, dann tue ich mir da eigentlich keinen Qualle aktuell. Nicht ganz so clever. Ein Regal. Nochmal. Passt mir hier nicht. Ich glaube, wir haben hier immer so zwei Freiglasse, genau. Eins, zwei. Oh.
die einzelnen Bestellungen tue ich mir auch keinen Qual, aber da schicke ich jedes Mal neue Auto los. Aber da jetzt noch keins da ist, kommen die beiden Regale wahrscheinlich gleichzeitig. Dann könnte ich hier gleich die Deko noch mitbestellen, dann haben wir das nämlich. So, erledigt. Dann kommen hier die Metallräume rein. Dann können wir nämlich anfangen, das hier oben mal zu verschieben. Und auch zu verkaufen. Das sind die Biegemaschine. Kriege ich aber keine. Drei nebeneinander, zwei nebeneinander hin. Ah, dann ist zu. Kommen hier noch mehr Biegemaschine rein. Zack. Mal eine. Zack. Dann kommt der Schweißtisch noch hier runter. So. Okay. Zufrieden bin ich noch nicht. Ich hätte gern, hätte das alles ein bisschen ganz anders gehabt, aber das geht jetzt halt nicht. Ich glaube, hier scheißegal, wie rum ich das drehe, das nimmt immer gleich viel Platz ein. Ne, das machen wir anders. Ich habe eine Idee. So. Ja, fällt mir immer noch nicht ganz, aber es ist schon der richtige Weg. Ich glaube, ich drehe die noch nach außen irgendwie. Und der kommt jetzt hier und geht dann da hin. Ja, doch, das ist gar so falsch, ist es gar nicht. Passt nämlich mal auf, wenn ich das jetzt schiebe. Na? Dann drehen wir das hier so hin. Okay. Wenn ich jetzt das hier schiebe, das war das ja. Wenn ich das dahin mache, dann habe ich hier drei. Okay, dann brauche ich ein Deko-Element, das drei Punkte einnimmt. Das ist das hier und das sind vier lang. Bräuchte was, was drei lang ist. Ich glaube, das gibt's nicht. Ah, das gibt's nicht. Es gibt nichts, was so drei Länge verteilt ist. Dann müsste ich vielleicht einen Ventilator reinstellen. Das wäre noch okay. Was da reinmache, kriege ich die Schalttafel nämlich hin. Es gibt halt nichts, was nur drei Punkte lang ist. Moment mal. War nicht die Katze nur drei Punkte lang? Ja, auch nicht. Ah, verdammt, das wäre es jetzt gewesen. Stellen wir hier den Ventilator rein, der bläst von hinten. Dann schieben wir die Schalttafel da hoch. Ich habe die Hoffnung, dass ich hier noch zwei Schweißtische hinkriege. Braucht da mindestens vier, weil geschweißt wird auch ziemlich viel. Jetzt dürfen wir das nicht aus der Auge verlieren. 5 Grill. Los geht's. Montiere ich die jetzt. Genau, da oben bei der Roboter. Das heißt, hier unter kann ich auch gleich nochmal einen Auftrag annehmen. Das wäre die Fahrräder.
Ja. Ich gehe damit zu unserer Maschine hoch. Da kommt der Ventilator. Dann schieben wir mal. Der ist da hoch. Vector. Hier oben fangen wir mal an, das Zeug zu verkaufen. Wobei, den kann ich noch gebrauchen. Den setzen wir mal da rein. Und den Rest verkaufen wir hier. Na? Okay, das haben wir verkauft. Und da passt es, dann müssen wir das noch verschieben. Hat ganz schön viele Baustelle gleichzeitig. So. Aber läuft, es läuft bei uns. Hier wollte ich die gelbe Regale reinmachen. So ein Helfer. Und bei der Montage so gemacht. Weil da ja auch Fahrräder und so montiert werden, brauche ich da ein bisschen mehr Platz. Ansonsten war es aber wieder gleich. Das heißt einmal. Oh. Und einmal dahin. Basic, egal. Stellen. Ah. Deko machen wir auch gleich noch. Da kommt noch ein Alien-Pod rein. Da. Ah, jetzt bin ich verrutscht. So, stellen. Oh ja, die Industrie wächst, das gefällt mir gerade. Das hier lösen wir auf. Das da verkauft man noch. Das lösen wir auf. Jetzt versuche ich den Raum abzureißen. Ich weiß nicht, ob das geht. Das werden wir gleich sehen. Auch jetzt Kunststoff wollen wir dann auch mal. Den hier lassen wir mal. Das könnte Raum des Böse werden. Oder ich baue da tatsächlich eher einen großen Raum hin. Ah, das muss ich mir noch überlegen, oder? Ich mache hier einen Raum hin, einen Raum des Bösen, der nur per Portal erreichbar ist. Das wäre doch cool. Das wäre echt richtig cool. Dann reißen wir den Raum hier später auch ab. Das machen wir. Und hier kommt ja eh das Portal rein. Dann wäre es über das Portal, wäre dann der Raum direkt. Also dann können wir hier den Import machen. Dann springe die hier in das Portal, springe da hoch in den Raum, wo wir die böse Produktionsdinger drin hängen, und von hier aus springe ich sie später hier runter in das Portal, wo wir noch bauen, und das hier, wo sie dann direkt auslagern können. Oder sie springe vom Portal direkt in den Pauseraum, was auch cool wäre. Das wäre echt cool. Im Notfall baue ich hier oder hier oben mal später noch einen Pauseraum, falls ich noch einen brauche. Grill montieren wir jetzt dann auch hier oben. Dann geht man noch mal 16 Motoren Auftrag. Ich gerade ein Kommo und gehe hier mit den LKWs. Ich halt auch so viel Abriss habe, das kommt auch noch dazu, und hier so Einzelteile bestellt habe. So. Zack. Also ich reiße ja auch nur einzelne Türe ab. Hier, die habe ich auch, ne? Die hier, die Türe muss eigentlich weg. Das wäre super, weil dann kann ich da mehr Montagestationen reinbauen. Das würde schon Vorteil bringen. Hier oben lasse ich mal, das ist egal.
Oh ja, jetzt wächst unsere Industrie richtig. Das macht gerade Spaß. Material habe ich alles bestellt. Ich warte jetzt mal, bis der hier weg ist und hoffe, und wenn da keiner mehr kommt, dann mache ich weiter, weil ich glaube, ich überlade die gerade ein bisschen. Ich habe hier leichte Überforderung. Mal, wenn der hier verschwindet, ob da gleich noch mal was kommt oder ob ich, ja, da kommt schon das nächste Fahrzeug. Wir sind gerade hier, haben die gerade ganz leicht überfordert, habe ich das Gefühl. Muss ja auch noch das Abrissunternehmen kommen, was die Türe hier entfernt. Renoviere. Planiertool. So. Rechtsklick abreißen, rechts abreißen, bestellen. Kostet mich tatsächlich Geld, abzureißen. Aber ich muss keine Miete mehr dafür zahlen, deswegen lohnt sich das. Bringe Material für Motoren hier gerade. Liefern wir aus, da kommt er schon. Ich hoffe, die hier sind schnell fertig. Ich will hier eigentlich die nächste, ich will Maschine bestellen. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Geld noch auf dem Konto. Die zwei Schweißtische würde ich gern kaufen, dann haben wir das nämlich auch mal erledigt. Da wird jetzt verkauft. Ja, das ist okay. Jetzt kommen hier die Monteure. Da kommt ja die Truppe. Das Unternehmen. Ja, cool, wenn ich denn die Mülltonne hier irgendwo reinstellen könnte, aber dazu ist ja erst, die kann man nur in der Außenbereich bauen. Okay. Vielleicht kann ich die hier unter. Ja, das wäre besser. Wohin? Dahin. So. Dann wollte ich jetzt, ist hier kein Fahrzeug mehr. Dann kann ich jetzt mal kurz die Schweißtische kaufen. Da ist Schweißer Station. Ah, das passt perfekt rein. Sehr gut. Kommen wir dahin. Ich stehe auch in den Minus. Aber ich kann noch mal eine Deko reinbauen jetzt. Und zwar hier unten hin. So, perfekt. Genau so machen wir das. Stelle. Dann, wo habe ich meine Schweißtische verbunden? Das ist der hier, ja. Nehmen wir noch den und den mit drauf. Sehr gut. Liefern wir aus. Hoverboards könnte ich noch machen. Ich wollte noch mal Fahrräder machen. Auf jeden Fall. Die hier. Ja, die sind preislich immer noch stark hier, die Fahrräder. Dann machen wir da Classic Stück. Die montieren wir jetzt aber mal da oben wieder, wo wir auch die Grills montieren. Los geht's. Weil die zwei Elemente hier, die montieren wir wieder hier unten. Überlade ich das hier unten. Da machen wir auch gleich nochmal da unten. Habe ich eigentlich irgendwas vergessen? Die Grillhämmer in Auftrag. Dass ich jetzt irgendein Element vergessen habe, wo richtig viel Geld bringt und ich habe es vergessen zu beauftragen. Nee, 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 sieht nicht so aus. Die Grills sind hier nämlich so wertvoll. Stühle sind auch im Keller. Die Hoverboards würde sich noch lohnen, das machen wir jetzt auch gleich. Dann geben wir auch gleich 6 Auftrag. Da wir jetzt neue Schweißstationen haben, geht es natürlich auch viel schneller dann. Da oben mit dem Ventilator, das sieht echt witzig aus.
Gitarre könnte ich nochmal in Auftrag geben, sehe ich gerade. Die reißen noch ab. Haben sie die Tür eigentlich abgerissen? Ja, das hat geklappt. Zur Konto ist wieder ein bisschen angestiegen. Sehr gut. Jetzt wollte ich hier noch einen Metallraum reinbauen. Und das wäre zwei Kunststoffräume. So war der Plan. Ja. Gucken wir mal hier schön vorbei. Was gibt es denn noch für Metallmaschinen, die mir fehlen? Hier fehlt mir Plasmaschneider, wo ich die Kurve schneiden kann. Das fehlt mir gänzlich. Glaube ich, habe auch nichts, wo ich in gerade Sägeschnitt machen kann. Die hier, die Trennschleifmaschine, die fehlt mir auch komplett. Die hier fehlt mir auch, einfache Drehbank. Nur fehlt mir noch so viel Metallmaschine, ist ja Wahnsinn. Ich habe es kaum gebraucht bislang. Was ist denn das? Oh Gott, ist das süß, ist ja mini das Ding. Ist ja putzig. Plasmaschneider, ja. Ich glaube, da wäre 3, wäre da perfekt. Und was war das andere? Die Metalldrehbank. Ich glaube, das kriege ich alles in einen Raum rein, wenn ich Glück habe. So war eigentlich hoffentlich auch der Plan gewesen. Ich hätte nur nicht erwartet, dass es klappt. Also eigentlich müsste ich. Und dann machen wir mal schon die Metalldrehbänke. Das sind die größte, wenn ich die zuerst habe. Bank. Dann brauche ich einmal eine Schalltafel. Hier bauen wir hier unten rein. So. Bauen wir da eine Deko rein. So. Dann brauche ich hier nochmal. Wo sind wir denn? Eine einfache Drehbank. Jetzt gerade, ob ich die hier probe rein. Das ist Platzverschwendung. Da habe ich eins frei. Das ist richtig doof. Das ist totale Platzverschwendung. So. Dann brauchen wir nochmal einen Dekoartikel, den ich da dahinter reindrücke. Das bestellen wir jetzt mal geschwind. Damit man hier langsam einen groben Plan kriegen. Was ist die Miezekatze? Auch die hier, das sehe ich jetzt schon kommen. Da führt kein Weg dran vorbei. Die werden wir hier auf jeden Fall brauchen. Weil die macht mal 1,5. Sowas werde ich brauche ich. Da ich da oben jetzt Maschine reinhau, werde ohne Ende. Mal, dann fällt hier jetzt wahrscheinlich die Laune, aber die ist hier immer noch stark. Ich mir keinen Kopf mache. Jetzt gucken wir, was passiert, wenn die Katze weg ist. Ah, 10. Okay, dann brauche ich hier nochmal einen Dekoartikel. Aber da tut es jetzt auch was Normales. Sie macht halt auch mal 1,5. Das ist viel zu groß. Das macht plus 30. Das macht plus 45. So. Okay. Katze muss ich mal gucken, wo ich die hin verstecke. Reichen mir 3 Metalldrehbänke? Ich glaube schon. Weil alles, was in Metall rund ist, wenn ich oft auch schon rund spritze, da brauche ich nicht mehr wie 3. Also ich habe die Brutte in Metall, da ich Metall schmelzen kann, muss ich das oft gar nicht mehr rund drehen. Dann reichen mir auf jeden Fall 3. Bei Holz haben wir nämlich 4. Aber das reicht mir. Eine bösewichtige Katze. Guck mal. Ja, die hat es mal kurz gesteigert hier.
Dann haben die 259. Hoppla. Ah, sehr gut. Dann gucken wir schön in eine Deko. So, ich darf jetzt nicht zu viel Geld ausgeben. Ich muss jetzt mal kurz noch eine Pause einlegen. Und nochmal nach der Aufträge checken. Okay, den Grill haben wir erledigt. Die Fahrräder haben wir auch alle erledigt. Ja. Ich könnte hier schon nochmal die Grills machen, aber das lohnt sich nicht. Die Bobs könnte ich machen. Ja, komm. Halt, nein, die Hoverboards wollte ich machen. Ja. Genau, die Hoverboards wollte ich 6 Stück machen. Jetzt geht's. Wir montieren mal auch hier oben, das ist okay. Können noch mal welche von den Regale bauen vielleicht. Steiger am Preis. Machen wir da mal 16 Stück, das ist okay. Fahrräder wird fertig, das sieht gut aus. Ich darf nicht so viel auf einmal wieder beauftragen, sonst komme ich wieder ins Schleudern. Sieht aber an sich gerade ganz gut aus, was wir hier machen. Genau, die Metalldrehbänke, dann kommen hier die Metallschneider als nächstes noch rein. Motivator, hier. Gut aus. Ist nichts überlastet momentan. Also es läuft alles nach Plan eigentlich. Und in den Metaller habe ich das Gefühl, könnte man noch mehr brauchen, weil hier oft auch meine Holzarbeiter unterwegs sind. Da haben wir nur 7, dann erhöhen wir mal auf 8. Da machen wir noch einen Kunststoffler rein. So. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir erhöhen bei Holz noch auf 8. Nochmal 2 Monteure. Und dann war es das vorerst mal. Der Piratenaugeklappe. Tatsächlich. Sieht ein bisschen aus wie Star Trek Uniformen da, ihre komischen Anzüge. Motivation, die sollte schneller arbeiten, sehr gut. Das letzte Fahrrad ist gleich fertig. Nur liefern. Und noch Material. Ich mache gerade Minus, weil die Leute zu langsam sind. Arbeitet schneller, ihr Faulpelze. Sowas muss ich halt herstellen. Auch hier unter die Kunststoffgießerei, das kommt jetzt dann hier oben nochmal, das kommt jetzt als nächstes, dass wir das noch bauen.
Ich habe das Gefühl, seit ich jetzt so viele Mitarbeiter habe, muss ich auch eher die komplexere Sache annehmen. Ja, die fortgeschrittene, weil da mehr verdient ist. Ja, das steigt jetzt alles. Ich muss jetzt echt ins Kunststoffgeschäft bald mit einsteigen. Fahrräder laufen immer gut, da kann man sich nicht beklagen, aber vor sowas hier, das brauche ich gar nicht mehr machen, da verdiene ich nichts. Das Grill, das geht alles in den Keller, das kann ich vergessen. Boblone sicher ab nächstem Quartal wieder. Weil die sich jetzt auch schon ein bisschen lohnen würde wahrscheinlich. Und 5 Stück kann ich ja machen. Wo meine Leute langweilig wird. Machen wir die hier unter. Ja doch, machen wir die hier. Ja, machen wir die unter. So. Die Basic-Sache hier, da ist nichts mehr verdient. Wenn du halt nur 100 für irgendwas kriegst, da ja, ein Tisch ist gut, da gibt 800. Sowas hier, die Regale, die. Das lohnt sich nicht. Da 16 Stück ausliefer, habe ich vielleicht 2.500 Euro Umsatz und davor vielleicht 500 verdient, wenn überhaupt. Das mit der Stühle wird, das kann ich beim nächsten Mal auch schon vergessen, da ist nichts mehr verdient. Alles, was unter 200 fällt, brauche ich gar nicht mehr anfangen. Ja, das würde sich vielleicht ein bisschen lohnen. Ponys brauche ich gar nicht, das kann ich komplett vergessen. Feld. Ah, die würde sich lohnen hier. Da brauche ich eine Streichstation. Ich habe gar keine Streichstation gebaut, Leute. Das habe ich komplett vergessen. Ich habe hier oben zwar eine, um die böse Produkte herzustellen, aber ich brauche ja später auch hier irgendwo noch eine Streichstation, sag mal. Das ist mir komplett rausgegangen. Ja, wo war die denn? Streichstation noch? Das habe ich doch. Ich habe eine Streichstation. Was laber ich denn? Oh, da ist doch hier. Also, wenn das so ist, kann ich hier unten vielleicht ab und zu auch mal das hier da produziere. Zumindest mal so. Okay, das geht nur in 4er-Schritte richtig gut. Wenn ich jetzt 8 mache, 8 kann ich vergessen und da fällt hier auch die Nachfrage im nächsten Quartal. Das heißt, 4, mehr wie 4 sollte ich ja nicht machen. Oh, ah, das sehe ich ja. Ach, sehe ich ja gleich hier. Material, die geschätzte Löhne. Profit mache ich hier 500 letzten Endes. Moment mal. Aha. Ach, das gibt's ja gar nicht. Glaube ich bin. Und davon stelle ich fleißig her. Ach, ich bin ein Trottel. Das hätte ich schon viel früher gucken können. Das ist schon mal richtig geil. Hier Tische. Stühle. Schon mal richtig toll. Das sehe ich auch. Mann. Das sehe ich ja, weil ich sehe ja jetzt hier immer, wie viel Profit ich damit mache. Okay, das ist ja richtig stark. Machen wir hier mal die 4. Ich mache keine Regale mehr, da mache ich, ich mache ja Minus. Ich glaube schon nicht, ey. Muss hier irgendwas einstellen, das scheint hier alles gleich zu passen, okay. Brauche ich eine Roboter-Montierstation dazu? Das ist schon mal interessant. Montiere lasse das trotzdem da unter. Los geht's. Auch keine Regale mehr, das war das letzte Mal hier. Aber ganz sicher. Okay, da mache ich wenigstens noch ein bisschen Profit hier. Ja.
Jetzt ich mal meine die Fahrräder, wo ich immer so ein gutes Gefühl hatte. Ja, da mache ich 4000 Profit, das ist echt nicht schlecht. Und die hier 13.000 Profit, ja, die Roboter sprengen tatsächlich jeglichen Rahmen. Aber was mache dann die blöde Holzregale, wo ich immer so unsicher war? Okay, da mache ich auch noch Profit. Nicht viel, aber ich mache. Die Bob, die ich jetzt beauftragt habe. Okay, da mache ich nahezu nichts. Also es hat doch einiges damit zu tun, ob es im Keller ist. Aber die empfehlen mir die Regalproduktion hier oben. Und ich mache Minus. Kann ich echt nicht glauben. Ich hier doch was anderes einstelle. Hier vielleicht liegt ja auch ein Fehler. Das kann ja sein. Dass wenn ich hier jetzt was anderes wähle. Das hier. Ja, das hätte ich, ich glaube es nicht. Wenn ich die teurere Material einkaufe, dann fahre ich hier plötzlich 1000 Profit ein. Und ich habe viel, viel weniger Aufwand. Ja, weil die Löhne jetzt natürlich extrem fallen. Das ist ja mal geil. Ich muss mich da mehr drauf konzentrieren. Kann ich auch die Regale weiterhin herstellen? Ich muss die einfach nur anders herstellen. Aus anderem Material. Deswegen ist das Material so wichtig. Da habe ich echt nie drauf geachtet. Ja, weil ich mir Lohn, einen Haufen Lohn war. Natürlich ist das auch nicht immer richtig hier. Das sind ja auch oft nur geschätzte Werte, aber trotzdem. Hier nehme ich zum Beispiel bei der Haltbarkeit weit drüber. Die Löhne reiße ich jetzt halt raus. Okay, das muss ich mir echt merken. Das scheint einen riesen Unterschied zu machen. Wir haben das schon ein paar in die Kommentare geschrieben und ich war zu doof, um das zu merken. Naja, kommt auch dazu. Ja, ein bisschen selber schuld. Ich mache hier viel, da mich das Spiel hier so richtig gepackt hat. Die ganze Aufnahme, die hier in dem Spiel entsteht innerhalb einer Woche, weil es mir einfach einen riesen Spaß macht. Ich überlege mir sogar, ich hoffe, dass es einigermaßen gut bei euch ankommt, weil ich überlege mir sogar, das auch noch, also die normale Variante zu spielen. Hier habe ich ja den Fall, dass ich hier die Gegner habe, die ich dann aussteche und aufkaufen muss. Wenn man nicht das Evil DLC spielt, dann muss man die nicht ausstechen hier und hier deine böse Material geschickt ist und dann da gebe die einem dann hier auf dem Markt. Hier gibt es nochmal was extra dann, das heißt Kunde und da gebe einem die Kunde hier Spezialaufträge. Das heißt, Crazy Steve zum Beispiel habe ich gerade im Kopf, der eine Gegner. Crazy Steve unter der liebt Zwerge, den muss man ständig irgendwelche Zwerge produzieren und streichen. Und Zwikea gibt's noch, der will halt immer irgendwelche Möbel, wie man es von Ikea halt kennt. Aber das ist ganz witzig. Oder sind das dann halt keine richtige Konkurrente, wie es jetzt hier ist, keine Gegner, sondern das sind es eher Kunde, die man bedienen muss. Und die mischen sich hier auf dem Markt nicht ein, also die, das hier gibt's dann nicht, dass hier der Kunde zum Beispiel irgendeinen Marktanteil. Wenn der Musik bedient derzeit 90% des Marktes, sowas würde da nicht vorkommen. Was machen die E-Gitarre? 1600 mache ich dafür 12, das ist halt echt gut. Da mache ich sogar 2000, gut, das sind aber auch nicht 12. Aber die normale Gitarre scheint sich immer noch zu lohnen. Ja, aber die Falle jetzt ja, nur die Steige. Muss mir von denen eine Gitarre produzieren. Scheint sich ja mal richtig zu lohnen hier. Das scheint sich mal richtig zu lohnen, die Akustikgitarre.
Aber ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Macht's gut. Ade.